Die Füchse Berlin haben am vierten Spieltag den HCR Lang zu Gast. Zwei Mannschaften, die sich sportlich in komplett unterschiedlichen Situationen befinden. Erlangen noch ohne Punkt in dieser Spielzeit. Für die Füchse geht es darum, weiter an den Spitzenplätzen dran zu bleiben. Erlangen in Schwarz gestaltet die ersten 10 Minuten durchaus auf Augenhöhe, weil auch der Füchse-Motor noch stottert. Marek Nissen zum zwischenzeitlichen 4:4. Daraufhin ziehen die Füchse aber zwischenzeitlich auf 3 Tore davon, weil der HCE die eigenen Chancen nicht zu nutzen weiß und Berlin nach anfänglichen Abstimmungsproblemen etwas besser in die Partie findet. Immerhin halten die Gäste den Rückstand konsequent bei -3. Für Alarm sorgen vor allem die Erlangener Außenspieler. Rückraum und 1-gegen-1-Tore wie das von Nissen sind eher Erlangener Mangelware. Und dennoch findet der HCE immer besser in die Partie. Das liegt zum einen an dem heute gut aufgelegten Verlin im Tor und dem Debüt von Neuzugang Marco Besjak, der das Erlangener Spiel vorne beruhigt und immer wieder Räume für seine Mitspielerschaft. Pausenstand in der Max-Schmeling-Halle 13:13. Nach der Pause erwischen die Füchse den deutlich besseren Start, scheitern aber wie in Hälfte 1 zu oft an Clement Ferli. Der slowenische Nationalspieler stemmt sich mit all seiner Klasse gegen die immer besser spielenden Füchse, ist mit Abstand der beste Erlangener auf der Platte und kommt am Ende auf 14 Paraden. Allerdings bricht das Erlangener Angriffsspiel komplett ein. Die Gäste erzielen zwischen der 30. und 45. Minute nur 3 Tore und laden die Hauptstädter zum Zaubern ein. Freihöfer bedient Gitzel. Es ist eins seiner 8 Tore. Zwischenzeitlich beträgt die Führung 9 Tore. Erlangen mit Totalausfall im Angriff und lediglich Verlin verhindert an diesem Nachmittag Schlimmeres. Wir kommen in die Schlussphase und die Füchse nehmen deutlich einen Gang raus. Gitzel erzielt weiterhin Tor für Tor. Aber es entwickelt sich tatsächlich ein Spiel mit Tempo auf beiden Seiten. Aber es ist der Däne, der weiter Standout-Player ist. Es wird tatsächlich nochmal zum Schaulaufen auf beiden Seiten. Jonathan Svensson verkürzt auf -6. Und auf der anderen Seite steht Lasse Andersson, Matthias Gitzel in nichts nach. Auch er kommt in diesem Spiel auf 8 Tore. Erlangen dreht sogar noch mal etwas am Ergebnis. Das ändert trotzdem nichts am Ausgang der Partie. Berlin schlägt den HC Erlangen mit 30:27. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.